Die Sache ist, ich werde gleich einen Prank machen, aber das erst am Ende, dass ich mir einen Bedrock hole, einen Block über den Creative Mode und sagen, sie kriegt 1000 Euro, wenn sie das Ding abbaut. Hey Leute, ich finde unter dem Aspekt Glocke nichts. Sandra! Was? Antreten! Was? Ja? Warum ist der Holzblock schief? Digga, ich dachte, ich hätte schon wieder Scheiße gebaut. Ich muss mir eine Glocke holen. Ich fahr mit. Ich habe das Ding hier repariert. Ich werde dich jetzt mal beobachten. Das wollte ich eigentlich im letzten Stream schon machen. Dann kam dieser Sirio ja an. Ja, platzier mal das Boot. Du hast doch ein Boot. Ich dachte, du hast ein Boot. Ich habe kein Boot. Ich habe doch gesagt, gib mir dein Boot. Ich habe doch keins. Das war doch weg im letzten Stream. Oh, bei mir doch auch. Oh, nein. Eine schwebende Truhe, was? Was für schwebende Truhe. Digga. Da war das nichts drin. Das ist auch keine Truhe. Nicht so dumm. Hallo. Oh mein Gott, Sanna, ich hab ein Schiff gefunden. Total toll. Boah, gute Sachen hier drin. Nice. Hey, irgendwie... Wisst ihr, was ganz komisch ist, Leute? Du? Immer... Soll ich dir mal sagen, Luca, was ich ganz komisch finde? Ey, was? Unter diesen Zombies! Heilige, die gibt's auch unter Wasser. Oh. Sind sie weg? Ach, Pfeile funktionieren ja nicht richtig unter Wasser. Ich helf dir, Laser. Yeah, mega nice. Sandy, steig mal kurz bei dir ein. Wir haben nämlich eine Mission. Aha. Wir haben eine Schatzkarte. Wo, wo, wo? Ich halte sie in der Hand. Fahr mal rechts. Nee, links, links, links. Andere rechts, sorry. Genau, da lang. Fahr mal dahin. Das ist hier genau im Berg. Ach, der kann natürlich auch da oben sein, ne? Müsste der hier irgendwo sein. Hier oben drauf einfach. Lachkick. Wie bist du da drauf gekommen? Ich hab so einen Weg hochgebaut. Ich glaube aber, der müsste hier schon irgendwo sein. Hello there. Hab ihn. Was ist da? Ja, das gleiche wie immer. Was? Du kannst dir hier ein bisschen Essen mitnehmen. Smaragde, Gold und so ein bisschen Krams. Wo bist du denn? Oben. Okay, ich baue mich jetzt ganz hoch, Laser, ne? Ein paar Sekunden später. Wo bist du, Sandy? Ich baue mich hoch. Boah, auch geiler Spot hier. Bin gleich da. Irgendwie bin ich höher als die anderen, kann das sein? Warte, bevor du springst, dann mache ich dir zumindest einen Wassereimer nach unten, okay? Nee, ich weiß, wie ich das schon mache. Du weißt, wie du von da oben runterspringst und nicht stirbst? Ja. Ja, okay. Mega cool. Wollen wir uns mal für zu Hause so einen Sprungturm bauen? Ja, guck mal, Digga, wie hoch, ne? Ey, wollen wir uns ein Schwimmbad bauen? Ich hab's nicht verstanden. Ja, okay. Schwimmbad machen wir mit 1er, 3er, 5er und dann 30er oder so. Ja, okay. Ja, okay. Geil, einfach geil. Ja, Luca, was ist denn jetzt? Wir hatten eine Mission, ne? Ja, lass mich mal fahren, ich weiß, wo die Glocke ist. Hier liegt sie. Ja, stark. Okay, jetzt können wir wieder nach Hause. Wo brauchst du die denn? Die Leute haben mir in den Chat geschrieben, ich soll mir eine Glocke an die Haustür machen. Was? So, jetzt gegen Ende des Streams, ne? Ich hab dich übrigens geprankt. Was? Du musst nur herausfinden, was der Prank ist. Also, Sandra, du hast mich in Minecraft geprankt. Ja. Und ich hab's noch nicht bemerkt in den anderthalb Stunden, in denen wir schon Minecraft spielen. Ja. Was ist denn das für ein beschissener Prank dann? Ja, irgendwie hat er nicht so funktioniert. Ey, dass die auch einfach... Erstmal hat die so einen schlechten Prank vorbereitet, den man einfach nicht merkt. Und zweitens ist es einfach auch noch ein Prank, wo sie jetzt nicht mal sagt, ja, guck mal, das ist der und der Prank, sondern auch noch dieses, ich soll's rausfinden unbedingt. Ey, Sandy, ich habe zum Ende noch eine Aufgabe für dich. Welche? Möchtest du nochmal einen Schatz suchen? Ja. Okay, möchtest du den diesmal alleine suchen? Ja. Okay, weil ich habe noch eine Schatzkarte. Ich sag, das machen wir im nächsten Streamer, dann kannst du das mal eben kurz machen, dann mache ich ein bisschen Inselreparatur. Der Schatz, den wir schon gefunden haben. Du musst wahrscheinlich mit dem Boot erstmal in die Richtung fahren, wo wir hingefahren sind, nach da hinten. Das Boot steht ja noch da unten. Nur wenige Minuten später. Was ist denn?
die Schatzkarte. Was ist denn mit der Schatzkarte? Mann, ey, was ist? Wie, der Schatz war schon gefunden? Lass noch mal kurz schlafen gehen, dann zeige ich dir zum Ende noch mal kurz deine Aufgabe, wo du heute 1000 Euro gewinnen kannst. Wird sie nie kriegen, weil es nicht geht. Und zwar habe ich in einer unserer Kisten gefunden, die hat wahrscheinlich der Ultimate Venom gedroppt, einen Block, der relativ lang dauert, ihn abzubauen. Mhm. Und man muss sie mit einem besonderen Werkzeug abbauen. Ja. Wenn du das hinkriegst, das herauszufinden und den Block abzubauen. Ey, hör auf, mich jetzt zu schlagen! Ja, okay, chill mal, Annette. Soll ich dir zumindest das Werkzeug sagen? Ja. Holzschaufel. Ich setze ihn in dein Haus, okay? Hier, dann kannst du es hier machen im Sicheren. Hä? Das ist keine Holzschaufel. 2000 Jahre später. Sandra, was ist? Was war los? Warum hast du dein Haus in die Luft gesprengt? Digga, es ging um 1000 Euro. Ja, ich hab doch gesagt, wie du das Ding abbaust. Also, das ist TNT nicht wegmachen kann, Luca. Dann wird es wieder ein Prank. Ich bin raus. ESC. Familientreffen. Ich bin raus. Ich war heute einfach nur sauer. Tschüss, Laser, Luca. Ich bin so sauer. Nein. Tschüss. Ey, ja, es war ein Prank mit dem Bedrock. Aber guck mal, das sind doch meine Pranks. Das ist einfach nur lustig. Wir hätten den ja easy wieder Mac machen können im Creative Mode, wisst ihr? Aber sie hat es selbst in die Luft gesprengt. Sie muss doch auf die Idee kommen, dass das ihr Haus in die Luft sprengt. Keine Ahnung, was ihr Prank war. Wisst ihr es? Hat sie es im Stream gemacht? Was war ihr Prank? Das will ich noch eben wissen. Sandras Prank. Sie hat Sachen aus dem Inventar überall verteilt. Sie hat Blöcke im Wald. Im Wald. Geh in den Wald. Sandra hat im Wald irgendwie einen Prank gemacht, oder was? In welchem Wald? Aber nicht hier, sondern da hinten wahrscheinlich, ne? So wie man sie kennt. Sag mal, ist das ihr Ernst? Das hier war ihr Prank? Dass die ein paar Blöcke hier in die Pampa setzt. Also, sorry. Marvin und Kelvin machen bessere Pranks als Sandra, ne? Mein Beileid, an der Stelle bin ich auch raus. Ey, das ist ja traurig, dass die das als Prank betitelt.